Moin, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute wollen wir uns Vayne ein kleines bisschen näher anschauen, denn sie ist aktuell ein sehr, sehr beliebter ADC und wir wollen einen Blick drauf werfen, wie man sie nun baut. Denn das Item-Bild hat zwar insgesamt keine große Variation, also sie hat klar definierte, starke Items, die entscheidende Sache bei ihr ist allerdings die Reihenfolge und da gibt es große Unterschiede. Im Prinzip gibt es dabei drei Oberkategorien und wir werden auf jede Kategorie schauen und natürlich Stärken und Schwächen hervorheben und dann natürlich Vergleiche zu der Pro-Szene anstellen. Beginnen wollen wir dabei mit dem klassischen Item-Bild-Start und zwar dem Blade of the Ruined King. Dieser Gegenstand ist auf Vayne quasi zugeschnitten. Das bedeutet, du hast ausgeglichene Stats, indem du AD bekommst, aber auch Attack Speed. Außerdem erhältst du durch dieses Item auch Lifesteal, was für guten Sustain sorgt. Denn Vaynes größte Schwäche ist unter anderem ihre Laning Phase. Und das Blade of the Ruined King hilft da auf jeden Fall. Zusätzlich hat man als große Stärke noch eine aktive, die prozentualen Schaden anrichtet und natürlich euch beschleunigt und den Gegner verlangsamt, also unterschiedlich eingesetzt werden kann. Und die größte Synergie dieses Gegenstandes liegt in eurer W-Fähigkeit. Ihr habt also vergleichsweise viel Attack Speed. Das heißt, wenn ihr den Blade of the Ruined King Start wagt, werdet ihr weiter auf Attack Speed gehen, um natürlich den On-Hit-Effekt zu nutzen. Und das gleiche gilt halt für eure W-Fähigkeit. Die einzige Problematik, die dieses Item hat, ist die hohe Attack Speed-Zahl an sich. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber wenn man weiter auf Phantom Dancer und Static geht, dann hat man eventuell die Problematik, dass dein Base-Schaden relativ gering ist und deine Attack Speed eventuell zu hoch. Also irgendwann kommt der Moment, wo es schwierig ist, mit einer 2-4 Attack Speed zu kiten. Also das volle Attack Speed-Potenzial auch auszunutzen. Das klappt halt nicht immer. Im Prinzip ist aber das Blade of the Ruined King das beste Overall Start-Item für Vayne. Und Folgegegenstände können mehr oder weniger beliebig zusammengestellt werden. Jetzt ist nur die Frage, was sind die anderen beiden Alternativen? Warum sollte man von diesem Gegenstand weggehen? Und da gibt es im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante ist, dass man das Static bzw. den Phantom Dancer zuerst baut. Das bedeutet, hier verzichtet man auf Lifesteal und sagt, ich gehe Full Attack Speed, ich gehe Full Crit und natürlich die gewisse Schadensreduktion. Der Phantom Dancer als Start-Item setzt sich vor allen Dingen in der höheren Elo durch. Das heißt, wenn wir auf League of Graphs schauen und den Wechsel zwischen Platin und Diamond vollziehen, merken wir, Blade of the Ruined King ist nicht mehr auf Platz 1. Die Vorteile dieses Item-Builds sind erstens der harte Level 6 All-In. Das heißt, mit dem Phantom Dancer habt ihr eine gute Reduktion und dank eurer Ultimate kriegt ihr genug AD, damit euer Crit und eure Attack Speed auch gut genutzt werden. Technisch gesehen gilt das natürlich für das normale Item-Bild auch, aber der Phantom Dancer hat eine krassere Synergie mit eurer W-Fähigkeit und eurer Ultimate, also dem Bonusschaden wohlgemerkt. Die Folgegegenstände wären dann meistens auch ein Static und ein Infinity Edge. Die Reihenfolge ist hierbei unterschiedlich, je nachdem wie das Spiel läuft. Ziel dieses Item-Builds ist allerdings auf knackige 80% Crit zu kommen und damit natürlich im Midgame komplett zu rasieren. Schwächen dieses Item-Builds gerade im Gleich zum Blade of the Ruined King sind immer folgende. Erstens ist das Last Hit ein bisschen random. Bei eurem Base-Schaden ist recht gering und manchmal crittet ihr manchmal nicht. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Also ihr müsst euer Early Game sehr, sehr speziell spielen, weil ihr euch ein bisschen auf Glück verlassen müsst. Außerdem ist die krasse Synergie mit eurer Ultimate Fluch und Segen gleichzeitig, weil wenn ihr eure Ultimate nicht habt, dann seid ihr definitiv schwächer. Solltet ihr aber nach dem Phantom Dancer euer nächstes großes Item haben, seid ihr auf jeden Fall eine absolute Attack-Speed- und Kite-Maschine. Und natürlich auch vom Schadensgehalt her ebenfalls sehr gut dabei. Und damit auch den Blade of the Ruined King bei zwei Items überlegen. Also mit einem weiteren. Aber das auf Kosten des Early Games. Gut, und die dritte Variante, wo man ebenfalls auf 80% Crit kommt, ist die mit dem BF oder beziehungsweise Pickaxe-Start. Das heißt, ihr holt entweder das Riesenschwert und geht danach auf Eifer, beziehungsweise danach auf Crit und Attack Speed, oder ihr habt so viel Gold, dass ihr sagt BF, Pickaxe und danach Crit und Attack Speed. Dieses Item wird zum Beispiel Caitlyn und Tristana sehr ähnlich, welche natürlich Hurricane gehen, aber ihr geht Phantom Dancer oder Static. Die Vorteile hierbei sind natürlich der massive Schaden an sich. Damit habt ihr ein extrem starkes Midgame, gerade wenn ihr dann auf die 50% Crit kommt. Haltet aber gleichzeitig eure Stats ausgeglichen. Ihr habt also ein bisschen Crit dabei, aber durch das BF verliert ihr nicht so viel Lane-Dominanz und das Lasten und Pushen fällt einfacher. Die Synergie bei diesem Item liegt aber hier nicht auf der W-Fähigkeit, sondern auf dem Q und auf der Ult. Hierbei wird dann im Vergleich zu den anderen auch die Q-Fähigkeit gemaxt und dann heißt es tumblen und den Gegner komplett wegbursten. Das Early Game ist zwar nach wie vor mit diesem Item-Bild relativ problematisch und euch fehlt auch im Vergleich sehr viel Attack Speed. Das Ganze müsst ihr aber mit dem Tumble und dem entsprechenden Reset durch den Tumble ausgleichen. Solltet aber hier ebenfalls auf 2-3 Items kommen, werdet ihr feststellen, dass das Burst-lastigste Bild ist, was es gibt. Eine Vayne, die das Infinity Edge und meinetwegen auch den Eifer fertig hat, wird mit einem Q-Auto-Attack den vierfachen Schaden anrichten. Das ist, wenn man gerade das Static fertig gebaut hat, später massive, okay? Ich habe gestern mit Romata gezockt und er hat die Leute mit dem Q aus dem Leben gekrittet. Gerade später, wenn ihr auf 80% Crit kommt und noch den Blutduster dazu baut, werdet ihr feststellen, holy shit, die Leute exploden, okay? Weiche Ziele bzw. Ziele mit vergleichsweise wenig Rüstung kriegen einfach 500 Schaden oder mehr. Ihr müsst euch vorstellen, dass Vayne in der Lage ist, mit drei Items nach einem Tumble und der Ult-Aktivierung selbstverständlich einen 1000er Roh-Damage-Auto-Attack rauskriegt. 1000 rohen Schaden mit Ult
Alt Q Auto Attack. Das ist halt richtig, richtig massiv. Liegt die bereits erwähnt darin, dass euer Q und eure Ultimate mit diesem Bild massiv Synergie. Also richtig sick. Und wenn ihr dann hier drei Items habt, kommt ihr trotzdem auf 1,9 Attack Speed, aber ihr blastet den Leuten den Schädel weg. Gut, das sind also die drei Versionen. Blade of the Ruined King für die absolute Sicherheit. Dann die Phantom Dancer Static Variante für hohe Attack Speed und schöne Synergie mit der W-Fähigkeit. Oder die Burst Variante mit dem Q-Max und dem frühen Infinity Edge. Naja, und ihr habt die Möglichkeit, die Wahl zu treffen, was ihr am besten findet. Oder was in bestimmten Situationen am besten passt. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.